ist delicious. Hey Leute, ich bin euch und willkommen hier zu einem weiteren Unboxing auf meinem Kanal. Und heute habe ich hier ja das nächste Video zur niegelnagelneuen FIFA 365 2019er Serie. Leute, die ist gestern erschienen. Gestern habe ich schon das erste Unboxing zugemacht. Leute, die ersten Powerkarten haben wir gezogen. Das gestrige Unboxing, wo ich ein paar Booster geöffnet habe, ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich sitze hier gerade im Hotel, weil ich hier umziehe aktuell und deswegen, ja, unpassend, sage ich mal, umgezogen, genau zum Start, zum Release der neuen FIFA 365 Serie. Leute, ihr könnt euch in den nächsten Wochen drauf freuen auf, ja, sage ich mal, neues Format. Vielleicht könnt ihr euch denken, was ich mir da so überlege. Ganz genau, Leute, aber das Problem, was ich jetzt aktuell habe, ich habe keine Schere. Fällt mir jetzt gerade mal ein. 94 kostet auf jeden Fall ein Blister. 5 Booster sind drin. Dann eine Special Card und die limitierte Auflage. In diesem Fall von Robert Lewandowski. Aber kannst du vergessen, ich krieg das nicht auf. Wie mache ich das jetzt auf? Ich krieg's nicht auf. Leute, ich... keine Ahnung. Ah, geil. Leute, ich hätte echt gedacht, ich krieg das nie mehr im Leben auf. Ich nehme hier seit 3 Minuten auf. Und eine Minute habt ihr davon gesehen. 2 Minuten habe ich überlegt, wie ich das aufmache. Und ich verrate euch nicht, wie ich das aufbekommen habe. So, gratis Online-Code. Alles klar, ja. Es gibt ja natürlich auch wieder die App dazu. Aber dazu wird es auch Videos geben, aber aktuell jetzt erstmal nicht. Weil die Karten sind jetzt, Leute, die Karten sind Programm und sieht diese Limi mal geil aus oder sieht die geil aus? Ich nehme mal die Kamera hier in die Hand. Oh shit, Leute, Robert Lewandowski als Limi. Und dieser Effekt da im Hintergrund, dieser goldene Effekt gefällt mir richtig gut. Oder was meint ihr, Leute? Eine richtig geile Limi. Ich stelle die Kamera wieder ab. Und dann kommen wir zur Powerkarte, die noch mit beiliegt. Nämlich, das ist die Clubkarte vom FC Barcelona. Die Clubkarten gefallen mir richtig gut. Die sind auch qualitativ hochwertig. Da habe ich Angst gehabt, dass die Ecken so kaputt sind, weil wenn die, sage ich mal, so einzeln drin liegen, wackeln die noch mehr hin und her, weil die Ecken halt so abgerundet sind hier unten. Wisst ihr, was ich meine? FC Barcelona als Club-Badge stelle ich mal im Hintergrund ab. Die Powerkarten stelle ich wieder alle in den Hintergrund, wie auch schon gestern. Und auch die Limi. Die Limi muss hier eigentlich oben drauf, aber ich nehme jetzt den ersten Booster runter. Also stelle ich die Limi doch da ab. Clubkarte. Na ja, dann lasse ich die Clubkarte halt liegen. So, erster Booster haben wir. Booster Design mit KDB. Kevin De Bruyne, somit Douglas Costa und Hirving Lozano. Ganz genau. Erster Booster. Ich hoffe, dass wir eine geile Karte ziehen. Oh shit. 2 Powerkarten in einem Booster. In einem Pack. Das wäre fast der 526er gewesen. Aber es gibt, wie gesagt, heute keine Facecam. Gestern gab es leider auch schon keine Facecam, weil ich hier gerade, ihr seht es ja, ungewohnte Umgebung. Ich sitze hier gerade im Hotel und nehme hier noch das Video auf. Genau. Aber spätestens ab nächster Woche geht es dann wieder normal los, denke ich mal, mit Facecam, ganz normal, so wie ihr es von mir kennt. Jerome Boateng? Bleibt er bei den Bayern? Oder ist das schon der erste Spieler, der quasi in 2 Wochen nicht mehr bei den Bayern spielt? Weil morgen, nee, heute, wenn ihr das Video seht, ist heute der Deadline Day, ne? So nennt man den doch. Also wechselt er noch zu Paris? Fragezeichen. Wer weiß, der nächste Bayern-Spieler, Javi Martinez, hat 8 Punkte. Nein, er hat 4 Punkte weniger bei Abwehr als Boateng. Der Martinez, Ivan Rakitic mit 88, starker Typ, starker Spieler. Dann haben wir noch einen Breel Bolo. Dann die Diecut, oh, die sieht auch richtig geil aus, weil das Juventus-Logo halt nur so schwarz ist. Und ich nehme mal die Kamera wieder in die Hand. Seht ihr das? Richtig geil. Wirklich, also gefällt mir, die Clubkarten gefallen mir irgendwie am besten bis dato. Ich habe noch keine Top-Master-Karte in der Hand gehalten. Das ist hier, was ist das jetzt hier? Was steht da unten? Das sieht man nicht so. Ach, das ist einfach nur Defensive Wall. Die Karten gab es ja auch schon. Natürlich nicht in diesem Design. Defensive Wall mit Keylor Navas ist der beste Keeper dieses Jahres geworden. Ramos, bester Verteidiger und Carvajal auch noch. Genau, die nächste Powercard. Ach so, ich habe Juventus-Logo vergessen. Ich kann es so hinstellen, so würde es halten. Ich lasse es einfach mal so stehen, ja. So, dann haben wir hier Antoine Griezmann. Ah, wer da hinten? Der spielt bei Gremio und noch Isco Disco hier vorne. Wer ist denn das Fan von Gremio, Leute? Da muss ich passen. Ihr könnt gerne unten in die Kommentare schreiben, wer das ist. Ich weiß es leider nicht.
reißen wir auf. Die Powerkarten oder eine Powerkarte in diesem Fall guckt uns da an. Ich habe aber noch nicht gesehen, wer das ist. Einmal haben wir hier Handanovic von Inter, Dennis Suarez, oh, doch noch eine Powerkarte, nein. Federico Bernardeschi von der alten Dame, Marco Asensio, Edinson Cavani und die Powerkarte ist die Fans-Favorite-Karte von Hector Herrera. Über 100 Spiele gemacht für Porto. Ja, Vereinstreue, ne? Hashtag Vereinstreue. Finde ich gut. Finde ich sehr, sehr gut. Dritter Booster, Modric, Reus und Icardi. Dann haben wir noch einen Leverbooster und noch einen De Bruyne Booster. Schauen wir mal rein, ja. So, da ist die Powerkarte. Ist das auch eine Powerkarte? Weiß ich nicht. Ich mache einfach mal beide nach hinten. Zack, zack, drehen wir alles um. Und wir starten mit Giorgio Chiquilla von Spartak Moskau. Arjen Robben. Ist er das gewesen, auch vorne auf dem Booster? Ich glaube nicht, ne, Alisson, der vorne auf dem Booster war tätowiert und der war, ist hier nicht tätowiert. Kimpembe. Franck Ribéry, über 300 Spiele, Fans-Favorite für die Bayern. Dazu habe ich auch schon gestern was gesagt, weil dieser Hochglanzeffekt gefällt mir nicht zu 100%. Aber man kann ja auch nicht alle Powerkarten gleich designen. Wisst ihr, was ich meine? Und den gleichen Effekt geben, das wäre ja auch langweilig. So, Franky kommt da hin und wir haben sogar zwei Powerkarten. Eine weitere FIFA World Cup Hero Karte vom Belgier, vom belgischen Innenverteidiger Jan Vertonghen. Stelle ich mal hier hinten ab. Zwei Booster haben wir noch. Gibt es noch eine Topmaster Karte, Leute? Gibt es noch eine? Oh, nach hinten mit den Powerkarten. Der nächste Schalker, Daniel Caligiuri. James Rodriguez. Der Kolumbianer Derek Lucassen, der spielt jetzt bei der Hertha, Leute. Der ist zu Hertha gewechselt. Also wieso ist da oben nicht das Hertha-Logo, liebes Panini-Team? Mann. So, dann habe ich hier noch Adrien Rabiot von Paris. Luan von Gremio. Und Gianluigi Buffon als Goalstopper, Leute. Wie heftig ist diese Karte, bitteschön. Da muss ich ja glatt die Kamera in die Hand nehmen. Wie heftig ist diese Karte, ey. Ohne Witz. Da zitter ich ja glatt hier, Leute. Geil. Geile Karte von, den geilsten Keeper auf dem Planeten. Nach Manuel Neuer, vor Manuel Neuer. Ich würde sogar sagen, vor Manuel Neuer. Buffon, ja. So, letztes Pack. Da haben wir eine Powerkarte drin, so wie es ausschaut. So ist es nämlich auch. Nabil Bentaleb. Hat er nicht das Tor gemacht gegen Wolfsburg, aber trotzdem hat es nicht ausgereicht. Der Schalker Lukas Vázquez, Amadou Diawara, Leroy Sané von Man City. Ja, Yogi, ne? Jetzt hast du es eingesehen. Ne? Jetzt kommt natürlich Leroy Sané mit. Muss auch, Leute. Der hätte auch so für die deutsche Nationalmannschaft spielen müssen vor der WM oder bei der WM. Nicht vor der WM. Vor der WM hat er ja sogar gespielt, aber bei der WM durfte er ja nicht spielen. Hätte er jetzt den Unterschied gemacht, wer weiß, kann man sagen, was man will. Er hätte auf jeden Fall trotzdem mitgemusst. So, Guido Burgstaller von Schalke und die Powerkarte ist von Christian Pavon als Fans-Favorite von Boca Juniors, Leute. Das war es jetzt hier auf jeden Fall von mir mit dem Unboxing. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da für mich, die geilste Karte hier. Scharf stellen. Dankeschön. Robert Lewandowski, wie geil sieht diese Karte bitte schön aus, Leute. Ich bin raus, haut rein und tschüss.